Ja, und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Es geht direkt weiter hier mit unserer kleinen Fahrt durchs Nirgendwo. Auf der Suche nach was auch immer. Ha, Fahrt ist vorbei. Aber hätten wir im letzten Part noch 10 Sekunden gewartet, dann wären wir jetzt hier mit Part 12 pünktlich zu Fuß weitergegangen. Ja, mach die Tür auf. So doof zum Tür aufmachen, der Kerl. Die Blumen. Ja, geh weiter. Genau, nehme ich die Tür. Ha, die geht auf. Beeilung, Artyom! Was heißt hier Beeilung? Dann geh vor. Weißt du gar nicht, wo wir hin müssen. Ne, das gibt's nicht. Ein Skelett. 50.000 Tote und das erste Skelett, das wir sehen. Tür geht nicht auf. Tja, dann geht die Tür wohl nicht auf. Hallo? Ist jemand da? Was ist jetzt passiert? Das Depot. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Sag mal, wo fahren wir denn da hin? In welche Kackgegend? Ah. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Was? Wer? Ullmann? Wo hat bei denen denn aufgetrieben? Verdammt. Mussten die all diesen Schrott bauen? Ja, pass auf, mussten sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Nur seine Stiefel blieben übrig. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Artyom! Schließ die Tore! Wir brechen durch! Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los! Ui. Geh hinter der Panzerung in Deckung! Die haben lustige Gas. Welche will ich auch haben? Da sieht man ja wenigstens was. Ey, das wollen wir auch nicht nach links und rechts bewegen können, ey. Krieg mich schon wieder auf hier. Ah, jetzt hat die Schnauze voll von euch. Das geht zu weit. So, Ruhe. Noch einer. Ja, was machst du denn da? Ja, natürlich. Kaum fährt er los, dass wir nicht mehr sterben können, sterben wir. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber mein Gott. Licht. Ist wieder typisch Metro. Erledige ihn, Artyom. Schließ die Tore. Kaum können wir nicht mehr sterben, sterben wir? Wir brechen durch. Dies ist Alter, der stirbt doch. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Der stirbt überhaupt nicht. Was ist das für ein Sack? Und los, geh hinter der Panzerung in Deckung. Hey, warte. Mal sehen, ob wir damit nicht gleich selbst in die Luft sprengen. Das wäre sehr ungünstig. Mist, da ist eine Granate. Aber na gut, was passiert, passiert. So, jetzt haben wir ganz offiziell keine Granaten mehr. Wir haben keinen alten Industriesprengstoff mehr. Oh, es reicht nicht so.
kann doch nicht sein. Mistkerl! Mein Gott! Kann doch nicht wahr sein hier. Dranbleiben! Kann doch nicht wahr sein. Hallo? Sind wir jetzt durch? War also noch was für euch? Puh, ja. Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Meinst du? Hallo? Was ist denn das? Was ist denn da? Auch immer, haben Sie in die Luft gejagt. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Genau, wir fahren einfach weiter. Dong, au. Achterbahn! Es war doch schon mit unserer Achterbahnfahrt. Das macht dann 4,30 Euro pro Person, bitte. Ist auch schön, dass zufälligerweise die Schienen alle richtig gestellt sind. Dass wir nicht irgendwo in eine Sackgasse fahren. Ganz zufällig. Das Depot! Ich habe so viel davon gehört! So sieht es also aus! Meinst du? Ich höre was. Hört ihr es auch? Irgendwas ist hier. Achso. Oh mein Gott! Irgendwas hat mich gerade geschlagen. Töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Rosalis, oh mein Gott, nein. Die schon wieder. Wie ich diese Drecksviecher hasse. Ja, wo denn? Ach, da. Man muss ja auch in alle Richtungen gleichzeitig gucken. Und leicht töten lassen die sich schon mal gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hinter dir, hinter dir, neben dir, vor dir! Oh mein Gott, nein! Sind wir? Nein, er ist tot. Das hört sich nicht gut an. Hat er irgendwas zurückgelassen? Nein. Er ist tot. Er ist wirklich tot. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Das ist alles so traurig. Gehört er hier rein? Nee, ich mit mir. Düstere Musik. Können wir es aufmachen? Nö. Ach komm, Munition, 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 Munition. Hab da auch noch. Das war keine Gasmaske zum Tauschen, das war einfach nur eine Waffe. Da nehmen wir nur die Munition. Noch irgendwas? Ha! Das haben wir denn da Schönes?
Revolvergewehr mit Schalldämpfer. Ey. Gib mir die Munition. Noch eine AK. Was für eine AK haben wir jetzt? Das müssen wir mal nachsehen, nicht, dass wir die falsche haben. Alles klar, mit Zielfernrohr. Wollt ihr auch irgendwo wieder raus? Möglicherweise. Nee. Schärfen wir. Oh, okay, hier ist nichts. Es ist schön, dass wir hier lang gehen, die Bomben entschärfen und hier nichts ist. Ja, jetzt entschärft das Kackding. Tja, dann nicht, ne? Ja. Tote, ganz viele Tote. Na, wo müssen wir denn jetzt lang? Ein Abflussrohr. Ganz viele komische Blumen. Junge, hast du was für mich? Was ist das? Nee, nee. Das könnte ja mal knicken. Die nehme ich nicht. Nee, hier geht's nicht lang. Aber die Atemmaske können wir ja abnehmen. Also, ich kann eigentlich nur sagen, ich begrüße Sie hier zu unserer kleinen Abwasserkanalisationsführung. Nachdem wir jetzt unseren einen Vermissten wiedergefunden haben, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ha! Und sind anscheinend sogar durch. Verteidigung. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Nicht zu viel auf einmal. Okay. Okay. Ein Mensch! Aber wie? Komm her, schnell! Okay, okay, okay. Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir die sind stecken mir freundlich hier tief gesinnt. In der die Scheiße. Haben nichts gegen mich. Und das du gut. Jetzt auch. Hat keiner was dagegen? Gut. Hallo? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber Deutsch. Ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Ja, ich bin aber der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Was? Mach dich kampfbereit. Nein. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Hab ich du schon. Bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Kinder des Untergrunds, hört mir bloß auf. Freunde, neuen Missionseintrag. Wir müssen den Feind helfen Sie ein paar den Verteidigern. Minuten okay. aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. So, jeder Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Die müssen wir auch mal nachladen. Oh, oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. In der Nähe. Können wir das hier irgendwo aufstellen? Hey, du hast nur so eine Dulli-Schrotblinde. Scheiße, bleiben! Kein Licht mehr! Ah, werde ich haben. Ja, da weiß er schon, dass die Stelle hat er nämlich schon mal bei mir gesehen. Als ich die einmal gespielt habe. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Von wegen Luft ist gut. Aufstehen! Alle in Ordnung? Mein. Wir haben Verluste! Oh nein, wir haben Verluste. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Ja, jeder hat seine Meinung. Verdammt! Ja, dann würde ich mal sagen, verteidigen wir das hier doch mal und dazu heiße ich euch ja alle herzlich willkommen.
unsere kleine Feier hier. Nee, ganz, ganz viele sind hier nicht eingeladen und die halten wir halt einfach mal draußen. Oh Gott, hör auf zu singen. Du kannst nicht singen. Boah, sind wir jetzt hier alle? Fliegen die hier durch die Gegend oder was? Da sind wir jetzt hier dabei, ne? Also, da kann man ja nicht sagen, ne? Das macht doch Spaß hier. Da sind wir dabei. Jetzt haben die auch noch Kugel. Was soll der Scheiß? Hat das was schon? Nee, da sind doch welche. Na dann. Alter, schieß ihn doch mal. Wir sollen das hier verteidigen. Wir alle zusammen und nicht ich euch alle. Boah. Aha, da sind wir dabei, da sind wir dabei. Hier, eine Runde geht noch. Das macht Spaß hier, das ist mit Laune. Da geht's ja erst richtig los. Da haben wir unser Vergnügen hier. Bei der Arbeit, bei der tagtäglichen Arbeit. Oh, ist der eine schon tot? Sehr lustig. Ja, immer dabei sein, meine Damen und Herren, immer dabei sein. Darum geht es hier. Einfach nur um dabei sein. Denn dabei sein ist alles. Und er ist auch tot. Nehme ich doch mal seine Munition. Immer dabei, alle sind wir hier dabei, da sind wir mittendrin im Geschehen und das macht Laune, das macht Spaß hier, das macht Spaß. Kann man nachladen. Ich stehe direkt hinter dir, warum hüpfst du so dämlich durch die Gegend? Verreckt. Da ist es schon wieder, da ist schon wieder sowas. Oh Gott! Sind wir jetzt tot? Haben wir versagt? Sind zu viele durchgekommen? Nein, haben wir nicht. Aha. Munition haben wir irgendwas übersehen? Nee, die hatten wir schon alle. Die tauschen wollen wir nicht. Einer drin? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Oh nein. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie nein. Du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Ja, hau raus. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Ja, gib her. Gott, das hat schon wieder so geblitzt. Was soll denn das immer? Ja, der hat noch Munition. Ja, die können wir doch nehmen. Können wir die hier nehmen? Nö, können wir nicht. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Die Kiste aufmachen? Nö. Aber die Kiste können wir bestimmt aufmachen. Ja. Hey. So, und können wir auch wieder zumachen. Das ist natürlich eine magere Verteidigung für so eine Station hier. Die 6 Leute. Hier sieht man auch, ein paar Leute waren hier noch, haben aber alle kläglich versagt. Ihr Loser. Natürlich bin ich mal wieder der Einzige, der das hier übersteht. Guck uns mal ganz vorsichtig hier um. Hat du was? Nee. Das hört sich ja schon wieder sehr, sehr schön an. Oh, hier haben wir überall so tolle Löcher, wo wir reinfallen können. Munition. Warum klingelt das hier die ganze Zeit? Ja, unsere 20 Minuten sind auch schon fast wieder rum. Deshalb würde ich mal sagen, setzen wir uns doch einfach mal hier in den Zug. Schnappen uns noch die goldene Munition hier und sind dann mit dem
nächsten Part, nämlich Nummer 13, gleich wieder da.